Ich kann mir keine Wörter merken. Du möchtest deinen deutschen Wortschatz erweitern, hast aber Schwierigkeiten damit, dir die neuen Begriffe zu merken. So geht es vielen. Aber keine Sorge, ich helfe dir. Denn in diesem Video möchte ich dir 6 wichtige Tipps geben und dir zeigen, wie du deinen Wortschatz erweiterst und die neu gelernten Wörter auch behältst. Tipp Nummer 1. Kleinvieh macht auch Mist. Das ist eine Redewendung, aber was genau bedeutet sie? Sie beschreibt im positiven Sinne, dass man auch mit kleinen Schritten an sein Ziel kommt. Was möchte ich dir damit eigentlich genau sagen? Viele von euch möchten am liebsten die deutsche Sprache ganz schnell lernen und dabei tappt ihr gerne auch einmal in eine Falle, nämlich indem ihr versucht, eine große Anzahl an neuen Wörtern zu lernen. Ich hatte sogar einmal eine Schülerin, die mir sagte, dass sie am Tag 100 neue Wörter lerne. Das empfehle ich niemandem. Man schafft es nämlich einfach nicht, jeden Tag Hunderte von Wörtern zu lernen. Denn von diesen 100 Wörtern bleiben vielleicht einmal 5 oder maximal 10 hängen, also in deinem Kopf. Und diese wirst du wahrscheinlich auch nicht richtig lernen können, denn du versuchst deinen Wortschatz so eher quantitativ als qualitativ aufzubauen und kannst dich nicht auf das Wesentliche konzentrieren. Also anders gesagt, du lernst viele Wörter, aber diese lernst du nicht richtig. Zum Beispiel, wie schreibt man das Wort korrekt? Wie wird es dekliniert oder konjugiert? Wie benutzt man es im Satz richtig? Und so hast du vielleicht ein paar neue Wörter gelernt, aber du kannst sie irgendwie nicht richtig im Satz nutzen. Und so bringt dir das Vokabellernen natürlich gar nichts. Du siehst also, zu viele Wörter am Tag zu lernen, ist eher kontraproduktiv. Ich empfehle dir daher also, dass du pro Tag maximal 10 neue Wörter lernst. Wenn du das nämlich auf 6 Monate hochrechnest, hast du nämlich am Ende deinen Wortschatz um ganze 1825 Wörter erweitert. Und das Beste, du hast sie richtig gelernt und kannst sie auch im Sprachgebrauch anwenden. Kommen wir zum nächsten Punkt. Lerne mit einem Vokabelheft. Wenn wir neue Wörter lernen, dann kommen wir natürlich auch nicht drum herum, sie aufzuschreiben. Die klassische Methode, die viele von euch wahrscheinlich kennen, ist das altbewährte Vokabelheft. Normalerweise schreibt man das deutsche Wort und daneben die Übersetzung in die eigene Muttersprache. Ich möchte aber, dass du noch eine weitere Spalte hinzufügst, nämlich für Beispielsätze. Das ist wichtig, denn einfach nur Wörter zu lernen ohne jeden Kontext macht in der deutschen Sprache wenig Sinn. Weil wenn du zum Beispiel ein Verb lernst, du A, wissen musst, wie es in den unterschiedlichen Zeiten konjugiert wird, ob es regelmäßig oder unregelmäßig ist, b, ob es eine Präposition braucht oder nicht und c, welcher Kasus danach eigentlich folgt. Wenn du jetzt nur das Wort helfen lernst, dann wirst du im Alltag Schwierigkeiten haben, einen Satz damit zu bilden. Denn es stellt sich die Frage, sagen wir, ich helfe dich oder ich helfe dir oder ich helfe für dich oder vielleicht bei dir und so weiter. Du siehst, wir haben dann ein kleines Problem. Kurzum, du weißt nicht, wie man das Wort in einem Satz verwendet. Also ein Wort einfach nur ohne Kontext zu lernen, bringt vor allem in der deutschen Sprache leider nichts. Besser ist es, das Verb wie folgt zu lernen. Du schreibst in die linke Spalte helfen, dann eine Übersetzung in deine Muttersprache und einen Beispielsatz. Also helfen, wenn Englisch deine Muttersprache ist, to help, und dann der Beispielsatz. Ich helfe dir. In dem Beispielsatz siehst du nämlich direkt, helfen braucht keine Präposition und hat ein direktes Dativobjekt, dir.
Optional kannst du neben das Verb auch noch die Konjugation im Präsens hinzufügen und bei den Beispielen auch einen Satz im Perfekt bilden. Weiter geht es mit Tipp Nummer 3. Das Karteikartensystem. Anstelle eines Vokabelhefts kannst du auch darüber nachdenken, ob du dir ein Karteikartensystem besorgst. Das ist eine Box mit leeren Karten, die du beschriftest. Auf der Vorderseite steht das Wort in deiner Muttersprache und ein passender Beispielsatz in deiner Muttersprache. Und auf der Rückseite das deutsche Wort mit einem deutschen Beispielsatz. Du nimmst die Karteikarte raus und sagst das deutsche Wort und den Satz laut auf. Wenn alles richtig ist, kannst du die Karteikarte aus dem Karteikasten nehmen und zur Seite legen. Wenn es falsch ist, tust du die Karteikarte wieder in den Kasten und zwar ganz nach hinten, damit du es noch einmal wiederholen kannst. Und das machst du so lange, bis der Karteikasten leer ist. Das ist meiner Meinung nach etwas unterhaltsamer als ein langweiliges Vokabelheft und man kann so spielerisch lernen. Wenn der Karteikasten leer ist, kannst du dich dann mit etwas belohnen, das dir Freude macht. Ich sage das an dieser Stelle ganz bewusst, denn oft arbeiten und arbeiten wir, aber vergessen uns selbst für die harte Arbeit etwas Gutes zu tun. Und das ist ganz, ganz wichtig, damit wir motiviert bleiben. Also wenn du viel gelernt hast, bereite dir selbst mit etwas eine Freude und belohne dich. Tipp Nummer 4. In Wortgruppen lernen. Dieser Tipp richtet sich an dich, wenn du ein visueller Lerntyp bist. Hier geht es darum, dass du in Wortgruppen oder Clustern lernst. Das heißt, du hast ein Thema, zum Beispiel Umwelt, und schreibst dir 10 Begriffe zu diesem Thema auf. Das sieht dann wie folgt aus. Du nimmst ein Heft oder ein Blatt und malst einen Kreis. Schreibst das Thema rein und drumherum schreibst du alle Begriffe, die du dazu lernen möchtest. Zum Beispiel Klima, Nachhaltigkeit, Abgase, die Umwelt schützen, die Umwelt verschmutzen, Recycling etc. Und auch hier brauchen wir natürlich Beispielsätze. Du kannst anstatt das Wort in die Mitte zu schreiben auch ein Foto nehmen oder eine kleine Zeichnung reinmachen. Das hilft dir, Kontext zu schaffen und so kannst du Begriffe mit einem Bild verknüpfen. Übrigens, Bilder sind immer sehr hilfreich, da so 2 unterschiedliche Gehirnhälften miteinander verknüpft werden und du dir so die Sachen noch besser merken kannst. Mach dir also diese Information auf jeden Fall zunutze. Als nächstes musst du das Gelernte natürlich anwenden. Und damit kommen wir zu Tipp Nummer 5. Es gibt beim Vokabellernen einen ganz, ganz wichtigen Schritt, den viele von euch auslassen oder gerne meiden. Und das ist das Gelernte anzuwenden. Einfach nur trocken Wörter und Sätze zu lernen, ohne sie in Konversationen zu nutzen, ist nicht immer ausreichend. Das heißt, es ist essentiell, also wichtig, dass du sprichst. Und falls du niemanden hast, mit dem du sprechen kannst, sag die Sätze laut vor dich hin. Es ist wichtig, dass der Sprachmuskel trainiert wird. Denn sicher kennst du das, man hat etwas theoretisch gelernt und man denkt theoretisch, dass man es kann. Aber wenn man es dann in die Praxis umsetzen muss, dann merkt man manchmal plötzlich, dass man es irgendwie doch nicht kann. Also sprich mit deinen Nachbarn, sprich mit dem Kioskverkäufer, sprich mit deinen Arbeitskollegen oder such dir ein Tandem, also eine Person, die deine Muttersprache lernen möchte und die dir wiederum die deutsche Sprache beibringt. Oder belege auch einen Konversationskurs. Ab und zu biete ich auch selbst in kleinen Gruppen Konversationskurse an. Am besten folgst du mir dazu auf Instagram, denn da teile ich die Informationen in der Regel in meinen Stories. Und nun kommen wir zum letzten Punkt. Und dieser ist wiederholen, wiederholen, wiederholen. Wie heißt es so schön? Ohne Fleiß kein Preis.
Das gilt natürlich auch fürs Deutschlernen. Fleiß bedeutet hier, dass du das, was du gelernt hast, auch immer wiederholst. Das geht auf unterschiedliche Art und Weise. Entweder du nimmst dir ein Wort und einen Beispielsatz und sagst diesen 6 bis 10 Mal hintereinander auf, oder du wiederholst das Gelernte im Laufe einer Woche immer wieder. Eine Studie zeigt nämlich, dass man etwas etwa 6 bis 10 Mal wiederholen muss, bis es im Langzeitgedächtnis abgespeichert ist. Und das ist schließlich unser Ziel. Wir wollen alles, was wir gelernt haben, in unserem Langzeitgedächtnis behalten, sodass wir es immer wieder, wann immer wir es benötigen, ohne Probleme und ohne großartig darüber nachzudenken, abrufen können. Wenn du diese 6 Methoden oder diese 6 Tipps anwendest, wirst du schneller, als du denkst, an dein Sprachziel kommen. Bleib also am Ball. Ich bin mir sicher, du wirst es schaffen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, like es doch bitte, abonniere meinen Kanal und aktiviere auch die Benachrichtigungen, damit du keins meiner Videos mehr verpasst. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal.